Ein halbvolles Glas wird ja immer als etwas Positives betrachtet. Dabei ist es nur halb voll und nicht mehr wert als ein halb leeres Glas. Und genauso verhält es sich mit Diversifizieren, was ja auch mal als positiv betrachtet wird, aber im Prinzip nichts anderes ist als FOMO, the fear of missing out, also die Angst, irgendetwas zu verpassen. Und dann zum Beispiel, was Geldanlagen angeht, da investieren die Leute an alles Mögliche, sogar in Kryptos oder in P2P-Kredite. Und da frage ich mich, was soll das? Ist es nicht einfach nur die Angst, irgendetwas zu verpassen? Das Gegenteil von Diversifizieren ist eben negativ ausgedrückt, man setzt alles auf eine Karte. Aber wenn ich das positiv ausdrücke, heißt das doch, ich konzentriere mich auf etwas, was mir wirklich wichtig ist. Und wo ich dann sage, so, das hat eine Substanz, das hat einen Wert und darauf kann ich mich dann konzentrieren und muss nicht diversifizieren. Nun, wenn ich mich jetzt frage, was habe ich denn selber gemacht, bevor ich jetzt Wasser predige und Wein trinke? Ja, ich habe jahrelang auf die deutsche Mark gesetzt. Und es war vielleicht gefährlich, aber im Nachhinein gesprochen, es war ja richtig. Denn die deutsche Mark war sehr stabil, bis sie dann vom Euro abgelöst wurde. Und heutzutage, naja, gibt es kaum noch Zinsen und so weiter. Ja, aber es war trotzdem richtig, sich nicht auf irgendwelche diversifizierenden Sachen da sich damit einzulassen. Nein, ich habe gesagt, okay, ich setze darauf, dass die D-Mark stabil bleibt. Deswegen habe ich gespart, so wie Olaf Scholz damals, da der kritisiert wurde, weil er sein Geld auf dem Sparbuch hat. Ja, das habe ich auch gemacht. Und für mich war das so richtig. Ja, man kann noch ein bisschen Aktien nebenbei haben, okay, war nicht schlimm, oder ein Gold hatte ich auch. Aber mir ging es nicht um Diversifizieren und schon gar nicht um FOMO.